inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Hallo, hier ist Michaela von Michaelas Kreativbox. Ja, wenn ihr dieses Video seht, haben wir schon Ende November, in nicht mehr ganz 4 Wochen, ist schon Heiligabend. Ja, was soll ich sagen? Aber ich wollte dieses Video, das es jetzt heute erscheint, ich gehe das mal eben holen. Riesig. Ich habe mir 2 der insgesamt 4 Adventskalender von Kreativdepot gegönnt. Und zwar einmal den hier von Frau Blütenstempel. Passt gar nicht alles für Drupp. Ihr seht es, Frau Blütenstempel. Zu jedem Adventskalender gab es dann auch das übliche Kärtchen. Lieblingsmoment: am Basteltisch sitzen, Papier streicheln, Stempel sortieren, Stanzen ordnen und für einen lieben Menschen eine Überraschung vorbereiten. Ja, das kann man so sagen, das stimmt. Das und ein Goodie, da steht bleib gesund und die beiden roten Herzchenperlen. Das war Nummer 1. Das ist Nummer 2. Der ist von Kreativdepot selber. Wie ich finde, auch wunderschön. Auch die Designs total schön gestaltet. Dazu gab es dann der Saisonstart zur Plätzchenjagd ist eröffnet. Auch nicht schlecht. Und noch ein Goodie, Weihnachtspost und nochmal 2 rote Herzchen. Und hier auf den runden Aufklebern steht wundervolle Adventszeit. Das ist Nummer 2. Die wollte ich euch unbedingt zeigen. Und jetzt erzähle ich euch auch noch eben, wie ich das dann vorhabe. Ich stelle ja immer Sonntagsvideos ein. Und es wird genug Mädels geben, die die Dinge schon vorab zeigen. Und jetzt hatte ich mir überlegt, dass ich trotzdem weiterhin, oder andersrum, ihr könnt mir ja mal gerne bitte in die Kommentare schreiben, wollt ihr jeden Tag sehen, was drin ist, mit, dass wir dann so 1-2 Sachen zusammen damit machen oder ich damit gemacht habe und wir basteln dann noch 1 zusammen. Also praktisch von 1 bis 24 jeden Tag ein Video. Oder reicht euch das völlig, weil ihr das ja mit Sicherheit bei Kreativdepot in der Gruppe oder auch hier bei YouTube, Instagram und sonst wo sehen werdet, reicht euch, wenn ich weiterhin immer nur am Sonntag ein Video einstelle und dann von 1 bis 6 und dann an dem Tag, an dem Sonntag, das machen wir dann immer zusammen auf. Und ich stempel das ab und wir basteln da was mit. Also, ne? Einmal in der Woche oder, also wie üblich den Sonntag, einmal in der Woche oder möchtet ihr da jeden Tag was sehen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, wie ich da verfahren soll. So, das waren die beiden Adventskalender, die beiden Postkarten und die beiden Goodies. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich bei Stampin' abbestellt, weil die Online-Exklusiven sind ja jetzt auch für die Kunden da. Da habe ich dieses traumhafte Papier, also ich finde es wunderschön. Und die Libellen. Das passende Stempel-Stanzen-Set habe ich mir nicht bestellt, weil ich bin nicht so der Gartentyp. Landschaften finde ich hervorragend. Aber ich kann mit der Schubkarre und was da nicht alles so drauf abgebildet war, so irgendwie nichts anfangen.
Und die Stanzen habe ich mir deswegen nicht bestellt. Viele haben ja jetzt schon von den Demos gezeigt mit diesem Bogen. Das habe ich mir deswegen nicht bestellt, weil mit den anderen Stanzen wiederum kann ich nichts anfangen. Und ich habe von Memory Box die Nested Globes. Warum soll ich mir dann nur wegen dem Bogen das Set bestellen? Ich habe sie ja. Vor allen Dingen ist da einer drin. Ich habe gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück in verschiedenen Größen. Und als das damals, als ich mir die bestellt habe, als das gekommen ist, damals ist gut, vor ein paar Wochen schon, bevor ich überhaupt wusste, dass es sowas dann bei Stampin' Up! Gibt, als das kam, ich denke, oh cool, erstmal so ein Papier, oh, habe ich gedacht, schick, es ist auf einer Magnetplatte, da kann dann nichts verschwinden, verrutschen, fand ich richtig klasse. Ach, komm her. Ich lasse es aber trotzdem hier drin. So, und daraus habe ich dann eine Geburtstagskarte gewerkelt und die kann ich deswegen zeigen, weil zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, ist die Karte schon bei Empfänger. Da habe ich dann habe ich mir in drei verschiedenen Größen hier. Das ist Grundweiß, der ganz normale, der Basis. Das ist Wassermelone. Und dann habe ich hier ein Papier mir ausgesucht, habe dann das und das aus den und habe das genau umgedreht mal gesetzt, also dass es so nach unten die Rundung hat. Und wenn man das jetzt hier sieht, wenn man das so nimmt und ein paar mehr von ausstanzt in einer Größe, könnte man da ja auch eine Wimpelkette draus machen. Werde ich vielleicht mal machen. So, ja, und dann habe ich ein paar von den Vögelchen und Libellen hier, dieses neue Set. Schmetterlinge hätten mit Sicherheit auch noch gepasst, die habe ich ja auch. Und hier drin kommt dann noch was rein. Das habe ich damit gemacht. Und jetzt habe ich hier so viel stehen, ich werde wahnsinnig. Habe ich von Lavinia. Der Spruch ist von Ulrike. Habe ich das hier gemacht und das hier gemacht. Und hier die Embellishments sind von Charlie und Paulchen. Der Spruch, wie gesagt, von Ulrike. Hier einfach aufgestempelt, hier weiß embossed. Und die Sterne habe ich weiß embossed und silber embossed. Und das hatte ich mir bei Lavinia bestellt. So, das ist die kleine, die heißt Eve. Das ist diese hier. Und der kleine Baum. Und der heißt Christmas Joy. Das ist der kleine Baum. Und das ist Eve. Und hier habe ich gewischt mit den neuen, das sind die Mini Hills, heißen die. Das sind drei verschiedene, wo ihr solche Landschaften mitgestalten könnt. Das gleiche habe ich mir noch in groß bestellt. Das ist der große Baum. Wild Pine. Und damit ihr den Unterschied mal seht, man ja ist also so, das würde hochkant, ja so gerade eben, also wenn ihr das so legen würdet, so gerade eben. Also das ist dann interessanter, finde ich, für Slimline-Karten. So, der große und der kleine Baum, die Schablonen. Und dann habe ich hier die stehende Elfe mir noch bestellt, das ist Star. Die eine, die zu hoch und hat ein Bein hochgezogen und die steht gerade. Die beiden. Und das hier sind die Sterne. Auch zwei verschiedene Größen, groß und klein. Und da habe ich dann jeweils die großen, alle drei. Und die kleinen habe ich, glaube ich, nur zwei verwendet. Nee, doch hier ist der dritte. Auch alle drei.
mit Versamark aufgestempelt. Erst die großen, die ich in Silber gemacht habe, und dann alle kleinen in Weiß nacheinander gemacht. Die Embellishments drauf, den Spruch embossed. Hier habe ich mit den Resten aus den vom Wischen, von dem Wischen mit den Resten habe ich dann hier immer auf weißes Papier abgestreift und habe das dann da drauf gestempelt und embossed. So, das waren die beiden Karten. Dann habe ich, jetzt muss ich erstmal gucken, was hier wo ist und was ich euch heute schon alles zeige. Das ist eines der nächsten Videos. So. Muss ich mir mal das hier alles. Das steckte jetzt hier falsch. Ich glaube, die Tüten hatte ich euch schon gezeigt. Ne? Da muss ich noch mal Nachschublichterketten, diese kleinen Mini-Lichterketten holen. Dann kann ich die auch alle fertig machen. So, da habe ich hier den Setzkasten und hier den hängenden und die sitzenden. Das sind die Stoffwichtel sitzend. Ja, da muss ich noch was draus machen. Das hatte ich euch aber auch schon gezeigt. Hier ist es etwas durch den Lenkraten. Weiß gar nicht, warum das hier alles noch steht. Ich glaube, das hatte ich euch alles schon gezeigt. Ist ja nicht schlimm. Ah, genau. Da habe ich noch nichts mit gemacht. Deswegen steht das noch hier. So, aber ich habe hier mit der, ja, mit dieser Rolle bin ich einfach in das Chili-Farbkissen, habe unregelmäßig breiter, schmaler hier drüber gewischelt und habe dann hier, das sind alles Stanzformen aus verschiedenen Sets von Charlie und Paulchen. Der Stempelspruch ist von New Stamps. Dann habe ich das hier. Das ist die Rückseite eines der Designpapiere aus dem Set von Stampin' Up, der Pferdeschlitten. Das hier ist auch von Stampin' Up, der Stern. Das ist die Kommode Hochkant. Das sind wieder so verschiedene. Hier ist wieder der Helmbock. Das habe ich dann mit Caron Brushmarkern und Wassertankpinsel so ein bisschen shabby angehaucht. Da habe ich, weil es hier draußen so für sich wirken soll, habe ich hier den Frohe Weihnachten rein. Dann habe ich hier mal mit Vellum gearbeitet und auch wieder mit dem schönen Designpapier, die Scandi. Da habe ich dann mit den Kreisen, da habe ich ja die von JM Kreation, habe ich das ausgestanzt. Das Vellum darüber, Embellishments drauf, und weil ich jetzt hier auch keinen Spruch drüber wollte, habe ich das Frohe Weihnachten in Chili hier reingestempelt. So, dann habe ich mit dem Setzkasten gearbeitet. So, Charlie und Paulchen. Das ist der Setzkasten in A6. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob es den auch noch anders gibt. Das Band ist das Ito-Band in Rot, ebenfalls von Charlie und Paulchen. Und dann habe ich die Sitzenden und die Hängenden. Und habe dann hier, das ist auch der längliche Spruch, Frohe Weihnachten. Da habe ich erst das Weihnachten abgedeckt und dann das Frohe und habe das nacheinander in Chili hier drauf gestempelt. Ein paar rote Steinchen, die sind von Stampin' Up. Der
Die rote Mattung ist auch von Charlie und Paulchen und das ist auch ein Cardstock von Charlie und Paulchen, nur das Weiß ist von Stampin' Up. Und dann habe ich diese hier noch. Da habe ich den größeren Kreis in Vellum ausgestanzt, dann hier den Schneemann, die Snöblumer, das ist auch von Charlie und Paulchen. Hier ist wieder der Frohe Weihnachten, den habe ich dann auch auf Vellum aufgesetzt. Das sind die. So, das wäre eigentlich schon fast... Ach so. Das räume ich mal eben beiseite, weil zu dem Papier und den Aufklebern hier habe ich noch was aus Stampin' Up abgestellt. Völlig unspektakulär, aber und auch nicht viel, aber ich wollte es euch ja wenigstens zeigen. Ich habe mir noch mal die Blender Pens, die Mischstifte bestellt. Ich mag die Dinger total gerne. Ich mache da total gerne mit die Buntstifte. Also die Watercolor Pencils. Die lassen sich damit so toll machen und verblenden und alles. Ich liebe diese Stifte einfach. Deswegen durften die nochmal. Und weil ich mir nicht so sicher bin, weil es ja nicht so durchsichtig hier ist, also viel ist hier nicht mehr drin, habe ich mir mal den Wink of Stella nachbestellt. So, dann brauchte ich wieder, oder man kann ja nie genug davon haben, ne? Dimensionals. Und dann, nachdem ich ja so enttäuscht war von diesen blöden Flocken vom Action, habe ich mir gedacht, na gut, nimmst du sie jetzt halt mal von Stampin' Up. Und gucken, vielleicht sind die ja wirklich, vielleicht ist da ja wirklich ein Unterschied, wenn man ein bisschen mehr Geld anlegt. Aber auch hier gilt natürlich nicht tief ein- und ausatmen. So, und dann konnte ich natürlich hier gar nicht widerstehen. Ne? Alles, was so mit grunchig ist, das Stempelset habe ich gesehen, das war meins. Das war sofort meins. Und ich wollte mal nur sagen, das kam ja am 7. für Kunden raus, da habe ich es bestellt. Ich glaube, am 8. morgens oder am 7. nachmittags. So, und es kam schon am 9., zwei Tage später. Also ich war angenehm überrascht, als ich da auf einmal schon die Versandbenachrichtigung bekommen habe. Das sind Fotopolymerstempel. Ihr könnt das dann noch mal so sehen. Also ich finde es nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe ja solche Dinger, die so man noch so im Hintergrund stempeln kann. Und dann ganz unspektakulär Farbkarton. Nochmal einmal dieses Mischsparkpaket, die Incolor 23 bis 25, weiß. Und jedes Jahr zu Weihnachten spätestens geht das zur Neige. Ich liebe Chili. Das war eine meiner ersten Farben, wo ich mich drin verliebt habe. Chili und Savanne. Obwohl Savanne kommt jetzt gar nicht mehr so häufig bei mir auf den Tisch. Aber so für einzelne Projekte braucht man es ja dann doch nochmal. Ne? So, das war die Geschichte. Stampin' Up. So. Ups. Achso, das ist eh der alte, der kommt hier hin. Und Moment, habt ihr noch mehr? Das war die vorige Bestellung noch von Stampin' Up, Year to Celebrate und mit Liebe gestempelt. Den fand ich auch irgendwie schick. Vor allem den Briefkasten finde ich total süß.
Ja, muss man bei uns an der Poststelle fragen, was die dazu sagen, wenn ich da sowas draufstempel. Naja, und das. Und da hatte ich mir, wie gesagt, die Tannenbäume mit beibestellt. Da hatte ich die hinter mir liegen lassen und vergessen, euch zu zeigen. So, dann habe ich jetzt noch die restlichen Wichtel bei Charlie und Paulchen. Stoffwichtel-Kantenhocker und Stoffwichtel-Gruppe. Das ist heute gekommen. Ja, nicht heute, also an dem Tag, wo ich das Video drehe. Dann habe ich mir hier diese Acetatsterne bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr da was. Da sind ganz viele verschiedene. Mal gucken, ob das mit. Ja, ich glaube, das ist jetzt etwas heller. Ob es dadurch besser zu sehen ist, weiß ich jetzt nicht. Also da habe ich mir die bestellt. Dann habe ich mir mal hier so von Storage Studios, so Paper-Dinger, da wollte ich mal auseinandersortieren, weil ich habe ja so viele Papiere inzwischen von Charlie und Paulchen und von Kreativdepot, damit ich die mal hier sortiert habe. Ich werde berichten, wie ich sie finde. Ich stelle ich mal hier hin. So, dann habe ich mir noch so ein Metallic-Silbergarn hier bestellt. Oh, das ist auch sehr dünn. Wartet mal. Was kann ich mal eben hier auf die Uhr vielleicht? Also. Moment. Hier ist ein bisschen Chili. Da seht ihr das. Ups, so dünn ist das. Wirklich ein Hauch von Faden, Metallic Silber. Dann habe ich mir noch aus der Snöblomer Serie die farbig passenden Embellishments hier bestellt. Die Eyelets. Da sind jeweils 15 pro Farbe drin. Das war als Dankeschön dabei. Zuckerstange, Sterne, Tannenbäume, Glöckchen, so eine Tasse heißen Kakao und zwei Schmetterlinge oder Engelsflügel. Würde ich jetzt ja eher so nach Weihnachten verbuchen. Ah ja, hier sind die Bänder. Habe ich mir noch mal bestellt. Da habe ich ja schon in so einem Braunton gehabt und jetzt halt noch in Rot und in Weiß und da steht immer Frohe Weihnachten drauf. Dann habe ich, ach ja, die große Sternenbox noch geholt. So, das ist nur die Kopie für meinen Ordner. Wie gesagt, die große Sternenbox habe ich mir noch geholt. Die seht ihr dann sehr wahrscheinlich nächste Woche. Und dann habe ich mir noch einen Papiernachschub bestellt. Und zwar habe ich hier einmal Eiskristalle All Over Winter Story. Habe ich mir zweimal bestellt. Dann die Eiskristalle und Zweige All Over, auch zweimal. Habe ich gedacht für die Box. Und die fand ich so schön. Nostalgie-Vignetten aus der Winterstory. Schon traumhaft, ne? Ich mag sowas ja. Und jetzt wollte ich aber mal eben zum Ende, dürfte Versuchskaninchen sein, ich wollte mal was austesten. Nee, das ist jetzt nicht so, wie ich dachte, dass es das ist. Aber gut, okay. Das war's dann jetzt eh. Heute basteln wir also mal nicht zusammen. Heute ist nur zeigen und ich kann dann gleich in aller Ruhe wegräumen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag, Restsonntag und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!
stopped counting.